Wenn man von der einen Seite eines Flusses trockenen Fußes auf die andere kommen will, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier kommt der Christoph, der zeigt euch jetzt die 9 besten Möglichkeiten. Also, die 9. beste Möglichkeit ist rüberspringen. Halt, das machen wir nochmal, es war etwas zu kurz der Anlauf. Also, 9. beste Möglichkeit rüberspringen. Naja, es ist eben nur die 9. beste Möglichkeit. Die 8. beste Möglichkeit ist, wenn man sich einen Stab nimmt, mit dem man hoch und weit springen kann, so wie im Sportstudio, dann kann man dann über den Fluss rüber springen. Jetzt ganz schön langsam in Zeitlupe, wie im Sportstudio, 8. beste Möglichkeit. Stab, Weitsprung, aber etwas weiter hätte es sein dürfen. Aber kein Problem, wir haben ja noch 7 andere beste Möglichkeiten. Die 7. beste Möglichkeit ist mit Stelzen rüber, Starksen. Machen wir einen 2. Versuch an der Stelle mit etwas festerem Untergrund. Also 7. beste Möglichkeit mit Stelzen rüber Starksen. Naja, das war die 7. beste Möglichkeit. Nicht ärgern, Christoph, es gibt ja noch 6 weitere beste Möglichkeiten. Also, die 6. beste Möglichkeit, die haben wir uns als Trick bei den Anglern abgeguckt. Dazu braucht man lange Gummistiefel. Mit denen stehen die auch immer so im Wasser rum, wenn die Fische angeln. Und mit diesen langen Gummistiefeln kann man als 6. beste Möglichkeit durchs Wasser waten. Das ist wirklich die 6. beste Möglichkeit, aber die Stelle war vielleicht ein bisschen tief. 5. beste Möglichkeit, mit dem Baumstamm einfach rüber schwimmen. Alles kein Problem. Wir kommen nahtlos zur 4. besten Möglichkeit. 4. beste Möglichkeit übernommen aus dem Wilden Westen. Dazu braucht man ein Lasso und ausgefeilte Wurftechnik. Man braucht sich bloß auf der anderen Seite einen Baumstamm einzufangen. Da ist er dran. Und dann das Seil auf dieser Seite mit ein paar kräftigen Knoten festzumachen, so dass es hält. Dann braucht man für das Seil nur noch eine Schlaufe und kann als 4. beste Möglichkeit an einer Drahtseilbahn rüberfahren. Ja, alles kein Problem. Kommt die 3. beste Möglichkeit. Einfach rüber schweben, an Luftballons rüber schweben. Wir haben das mal ausgerechnet und für den Christoph brauchen wir so viele. 3. beste Möglichkeit, an Luftballons rüber schweben. Scheint wohl ein Rechenfehler drin gewesen zu sein. Kommt die 2. beste Möglichkeit und das ist eine Brücke rüberbauen. Und als 2. beste Möglichkeit über eine Brücke gehen. Und zur 2. besten Möglichkeit ist schon vielen Leuten was eingefallen. Es gibt kleine Brücken aus Holz, etwas größere und noch ein bisschen größere. Welche mit einer Mühle im Hintergrund. Gemauerte, mit großen Bogen, flache. Je größer der Fluss, desto größer die Brücke. Tja, und wenn der Fluss so groß ist, dass man schon gar nicht mehr von einem Fluss sprechen kann, sondern von einem Meer, dann braucht man schon ein ganz schönes Drum, da als 2. beste Möglichkeit von der einen Seite zur anderen zu kommen. Die steht in San Francisco. Aber was ist nun die wirklich allerbeste Möglichkeit? Die allerbeste Möglichkeit ist auch gleichzeitig die älteste. Steht schon in der Bibel, aber dazu braucht man göttliche Hilfe. Mose stellte sich ans Ufer, breitete die Arme aus und das Rote Meer teilte sich. Zug der Israeliten durchs Rote Meer. Hier in Hollywood, die machen das sogar mit ganzen Autos. Die haben das mal nachgebaut für einen Film darüber. Aber es sieht eben nur so aus, es ist ein Trick. Den meisten Leuten fehlt aber für die allerbeste Möglichkeit die göttliche Hilfe und auch das Geld von Hollywood. So bleibt für die nur die 2. beste Möglichkeit, die Brücke.